أبو البراء السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيت سجود إن شاء الله. الحمد لله alles gut und selbst. الحمد لله alles bestens. Wir haben gehört, dass eine wunderbare Persönlichkeit sich dem Islam angeschlossen hat und mir wurde gesagt, dass du diese Persönlichkeit bist. Richtig, Bruder. الحمد لله رب العالمين. Steven, vielleicht erzählst du uns kurz deine Geschichte, inshallah, damit wir daran teilhaben können, warum Allah subhanahu wa ta'ala dich zum Islam geleitet hat. Also Bruder, ich habe jahrelang, wirklich jahrelang gegen den Islam gehetzt. Du warst einer der Hetzer, ja? Ja, richtig, aber von der übelsten Sorte, Bruder. jeden Tag wirklich und dann irgendwann kam ein Tag, da saß ich am PC und habe wieder irgendwelche Kommentare geschrieben. Wahrscheinlich auch bei meinen Videos. Nein, Bruder, bei mir war das nicht. Das war so bei den ganzen Seiten, ja, die deutschen Nachrichtenseiten. Okay. Also du hast dir das zur Arbeit gemacht, zur Aufgabe gemacht und hast richtig so deinen Groll rausgelassen bei diesen Seiten. Ja, du kennst das doch, Bruder. Ja, ich kann das sehen. Na, was ist in dir vorgegangen, dass du sowas gemacht hast? War es so, dass du wirklich davon überzeugt warst, dass der Islam falsch ist? Oder hast du dir gesagt, ich muss einfach nur meinen Hass irgendwie rauslassen? Es war so, ja, eigentlich, es war hauptsächlich, war schon teilweise wirklich das Verhalten von Muslimen, so weißt du. Okay, das heißt, du hast Schlechtes von einigen Muslimen gesehen. Ja, und das habe ich natürlich mit dem Islam in Verbindung gebracht. Okay. Was hast du zum Beispiel am übelsten gesehen von ihnen? Ja, diese ganzen Sachen, oder die ganzen Sachen, die einfach absolut haram sind, ne? Was man aber nicht wusste. Hier Diebstahl und Raub und okay. Belästigung und was weiß ich. So. Und die Sprache, Fäkaliensprache. Okay. Aber es klauen ja auch andere Leute, ne? Es sind ja nicht nur einige der Muslime, die etwas Falsches machen, auch andere Leute klauen, richtig? Hattest du auch so einen Hass ihnen gegenüber oder war das speziell gegenüber den Muslimen? Nein, das war wirklich nur... Also ist klar, woher das gerührt hat. Alhamdulillah, was hat dich dazu gebracht, dass du deine Ansicht änderst gegenüber den Muslimen? Ja, auf jeden Fall. Dann war wieder so ein Tag, da habe ich mal wieder jemand geschrieben und ich weiß gar nicht, was genau dann passiert ist, aber da habe ich plötzlich gesagt so, Gott, wenn ich was Falsches mache, wenn das falsch ist, was ich mache, dann gib mir ein Zeichen. Ne? Und zwar ich nach jetzt, ich habe gar nicht an Gott geglaubt. Ne? Also, das ist komisch, das ist jetzt wirklich komisch, weil hier sieht man, du hast schon eine gewisse Einsicht gehabt, obwohl deine Arbeit du fortgesetzt hast. Und ja, ich bin mir nicht sicher, was passiert ist. Ich habe irgendwo im Kopf, dass irgendein Bruder oder irgendeine Schwester irgendein Vers geschrieben hat oder irgendwas von der Hölle erzählt hat in den Kommentaren. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich so war. Okay. dann habe ich auch noch weitergemacht, so ein paar Wochen oder so. Auf jeden Fall habe ich dann, ich hatte die Koranübersetzung hier liegen, jahrelang. Ja. Dann habe ich, ja, da habe ich irgendwie angefangen zu lesen einfach. Und da hat mich so umgehauen. Einfach. Weißt du, wer dich dazu geführt hat, dass dein Herz sich gedreht hat, Steven? Ja, selbstverständlich, Bruder. Alhamdulillah. Derjenige, der in die Irre führen kann, ist auch derjenige, der Recht leiten kann. Alhamdulillah. Richtig. Und dann habe ich angefangen zu lesen auf jeden Fall. Ich hatte auch jahrelang schwere Depressionen. Die sind plötzlich einfach weg. Wie als wären die nie da gewesen, desto mehr ich gelesen habe. Und ich war einfach überzeugt, das hat mich so umgehauen. Die natürlich neue deutsche Übersetzung. Subhanallah. Aber das hat schon gereicht. Und desto mehr ich mich beschäftigt habe mit dem Islam, von allen Seiten, mit allen möglichen Themen, ja, also ich hatte gar keinen Zweifel mehr, die Sache war klar für mich. Und die müsste auch für jeden klar sein, der sich damit beschäftigt, mit offenem Herzen. Alhamdulillah, wir haben dich lieber auf unserer Seite als auf der anderen Seite, Steven, das sollte dir klar sein. Ne? Oder die Seite, Alhamdulillah. Steven, trotzdem gab es einen ausschlaggebenden Punkt, wo du gesagt hast, jetzt und keine andere Wahl mehr, ich muss den Islam annehmen. Hast du einen Moment gezögert, wo du genau wusstest, dass das die Wahrheit ist, den Islam anzunehmen? Nein, aber eigentlich gar nicht, überhaupt nicht. Das heißt, die Wahrheit erkannt, der Wahrheit gefolgt und du hoffst, mit dieser Wahrheit zu sterben, inshallah. Hundertprozentig. Alhamdulillah, das freut uns, Steven. Dann wollen wir, inshallah, das Glaubensbekenntnis aussprechen. Inshallah, bist du bereit, Steven? Ja, auf jeden Fall.
بإذن الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter ist. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. So viele Leute, die bezeugt haben, Steven, dass du einer von uns bist. Alhamdulillah, möge Allah dich befestigen auf diesem Weg. Und möge Allah azawajal dir den Groll, den du damals gegen den Islam hattest, möge Allah ihn umwandeln zum Gehorsamkeit gegen ihm gegenüber. Amin. Jazakallah khairan. Es freut uns. Und wir werden mit dir in Kontakt bleiben, inshallah, Steven. Ja? Also keine schlechten Kommentare unter meinem Video. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum.